herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier bei HolyLOL. Heute ist es endlich soweit. Ich habe hier auf meinem zweiten Account die Season-Herausforderungen abgeschlossen, habe also diese drei schönen Drops bekommen, aber nicht nur die, sondern ich habe noch mehr. Ich habe 6 von den seltenen Drops, einen sehr seltenen und den Import-Drop. Den spannendsten Drop, da kann bis zum Schwarzmarkt-Item alles drin sein. Die möchte ich natürlich heute mit euch öffnen, aber vorher natürlich wie immer, falls ihr meine Videos mögt, lasst mir einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar und vor allem drückt den Abo-Button, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Ich blende euch auch hier noch einmal kurz meinen Upload-Plan ein, den könnt ihr auch in der Kanalinfo einsehen, damit ihr immer wisst, wann welches Video kommt, damit ihr gezielt einschalten könnt, um kein Video, egal ob Grounded, Back 4 Blood oder auch Rocket League zu verpassen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Öffnen der seltenen Drops. Und mal schauen, was da so drin ist, dann bauen wir uns ein Auto damit. Wenn da ein schöner Aufkleber drin ist oder Reifen, mal schauen. Dann spielen wir damit eine Runde, dann öffnen wir den nächsten Drop, dann spielen wir wieder eine Runde und öffnen den nächsten Drop. Welcher Drop als nächstes dran ist, das weiß ich noch nicht, da entscheiden wir uns noch, je nachdem wie das Spiel gelaufen ist, was jetzt gleich kommt. Und jetzt öffnen wir aber erstmal die seltenen Drops, alle 6 Stück und hoffen natürlich auf einen titanweißen Octane. Aber das wäre natürlich nur ein Wunschtraum. So, jetzt schauen wir mal, was drin ist. Let's go! Ja, sehr selten. Wir haben einen Triton bekommen. Eine Karosserie. Besser wie nix. Und der nächste. Was ist da drin? Oh, Schrott. Obwohl die Chilischote? Nee, die Chilischote sieht richtig geil aus. Ist zwar nichts wert wahrscheinlich, aber ich feiere die jetzt schon. Die wird jetzt auf jeden Fall gleich ans Auto angelegt. Die ist geil. Die gefällt mir. Und was? Was? Ah. Flammen. Ja, die kriegt man auch alle Nase lang. So, das nächste. Komm schon, Import jetzt mal. Komm. Wieder kein Import. Einen Aufkleber. Ja. Okay, den legen wir auch an. Ich habe ja gesagt, wir spielen dann mit den Items, die wir hier bekommen. Da hätte ich die Spur auch anlegen müssen, aber das mache ich gleich. Und was ist jetzt drin? Die Räder, okay, legen wir auch an. Haben wir noch einen? Okay, jetzt aber Import, komm. 6 Stück geöffnet und kein Import drin. Enttäuschend. Enttäuschend. Aber die wichtigen haben wir ja noch. So, ich muss jetzt noch die Spur anlegen, hatten wir ja gesagt. Ah, wo ist er denn? Ach, da. Was haben wir gezogen? Flammen, ne? Da, die. So, jetzt haben wir das Auto. Mit den Items, die wir gezogen haben. Die Lackierung, der Aufkleber, die Reifen. Die Chilischote. Und natürlich die Spur. Und damit spielen wir jetzt die erste Runde. Ich möchte ja gerne im 2 gegen 2 aufsteigen. Heißt also, wir spielen 2 gegen 2. Let's go. Erste Runde 2 gegen 2. So, wir sind angekommen mit unserer Chili auf dem Dach. Jetzt geht es heiß her. So, let's go. Ich habe keinen Boost, ne? Scheibenkleister. Ach, Freunde. Nein, da ist er drin. So, jetzt mal ein bisschen hier anstrengen. Konzentrieren. Eine Frage habe ich natürlich an euch. Wie weit habt ihr jetzt schon die Season-Herausforderungen abgeschlossen? Was fehlt euch noch? Wie viel fehlt euch noch? Ach, den habe ich nicht mehr gekriegt. Wie viel fehlt euch noch? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise, falls ihr natürlich schon die
diesen Herausforderungen abgeschlossen habt. Schreibt mir auch mal rein, was ihr so gezogen habt. Habt ihr was Geiles gezogen im Import-Drop, heißt ein Schwarzmarkt-Item? Oder habt ihr nur Schrott bekommen? Weil in den meisten Fällen ist es ja nun mal Schrott, was man darin zieht. Da ist er drin, da ist er drin. Anschluss, Anschluss. Schönes Ding. Sehr gut. Bis jetzt passt mit diesem Mate gar nichts zusammen. Wir stehen uns nur im Weg. Schwierig. So, bitte fahr. Er fährt nicht, oder? Ich spiele aber auch gerade grottenschlecht. Mann, jetzt steht er schon wieder im Weg. Komm, komm, komm. Jawohl, Ausgleich. Jawohl, schön. Vielleicht gewinnen wir ja doch noch. Vielleicht gewinnen wir ja doch noch. Hätte ich nicht verdient, das Spiel zu gewinnen. Sage ich so, wie es ist. Ich kriege hier gerade gar nichts auf die Kette. Komm, Mate. Ah, der kommt zu hoch. Oder? Nein, der fällt gut runter. Der fällt gut runter. Wo ist er denn? Nein, 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 nein. Parade. Komm, 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 ich habe keinen Boost. Ach, Mann. Aber wir gehen, glaube ich, in die Verlängerung. Spannendes Spiel. Ja, der sieht gut aus. Komme ich mit 44 Boost dahin? Ja. Schwein gehabt. Gut, dass ich dran war. Ich glaube, das wäre gefährlich geworden. Scheiß. Knapp. Scheibenkleister natürlich. Nein, da ist er drin. Wir verlieren. Wir verlieren doch noch zum Ende hin das Spiel. Nein. Wir haben uns so gut reingefuchst in das Spiel. Anfangs so schlecht. Und dann hatten wir eine gute Phase. Aber dann am Ende doch noch verloren. Naja, okay. Jetzt öffnen wir den nächsten Drop. Wir gehen wieder in die Garage. Inventar verwalten. Und da wir verloren haben, gibt es nur den sehr seltenen Drop. Heißt, nach dem nächsten Spiel öffnen wir auf jeden Fall den Import-Drop. Und jetzt hoffen wir auf ein schönes exotisches Item. Komm schon. Ich würde mich sehr darüber freuen. Nein, nein. Okay, Cristiano-Räder, die hatte ich auch noch nie. Habe ich schon viel von gehört. Ich habe keine Ahnung, ob die was wert sind. Ich lege die mal an. Ich habe schon viele Leute damit fahren sehen, aber ich habe mich dafür ehrlich gesagt noch nie interessiert. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob das gute Räder sind oder nicht. Wir gehen jetzt in die nächste Runde und danach wird der Import-Drop geöffnet. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt auch gewinnen werden. Ich hätte gern den Boom im Team, mal gucken. Nein, habe ich nicht. Ich habe Jona Lamborghini. Okay, komm schon. Ah, ich habe ihn nicht mehr rumgekriegt. Ich habe ihn nicht mehr rumgekriegt, den Ball. Komm schon. Jona. Er heißt Lamborghini und fährt einen Merc. Was ist denn da los? Er macht eine rein. Nein. Ah, ich war zu weit weg. Ach nee, er fährt gar keinen Merc. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Auto? Oh, schade. Knapp. Oh, ich habe Lecks. Ich legge. Und denkt dran, schreibt mir in die Kommentare, was ihr in den Drops drin hattet. Ihr habt sicherlich was Besseres drin wie ich, weil ich habe eigentlich in 99% aller Fälle immer Pech mit den Openings. Ah, Vorsicht! Jona, hast du ihn noch? Nein! Ah, ich wurde zerstört. Warum nur? Habt ihr das gesehen? Das war doch geplant von dem. Das war doch hundertprozentig geplant. Das geht gar nicht. Ja, natürlich. Schreib, wenn die Zeit rum ist. Oh. Komm schon. Jawohl. Jawohl, ja. Freunde, achtet drauf. Schreibt nicht, dass der andere fahren soll oder dass ihr verteidigt, wenn schon runtergezählt wurde. Schreibt das dann bei 3 Sekunden, wenn ihr keinen Bock habt, zum Anstoß zu fahren.
Wie sollen die anderen dann noch reagieren? Oh, Jona. Und es steht 2-1. Da konnte Jona nichts für. Da konnte er nichts für. Ah. 3-1. Das Spiel ist sowieso jetzt gelaufen mit dem 3-1. Zweites Spiel, zweite Niederlage. Und wehe, in dem Import-Drop ist gleich nicht 3-4-1. Ah, nee, aufgeben, komm. Spiel verlassen. Okay, das lief heute nicht so gut. Das lief nicht gut, das muss ich zugeben. Es war richtig kacke. Aber wir haben ja noch den Drop. Und darum ging es ja heute in dem Video eigentlich. Das Spielen war ja nur, ja, zusätzlich. Man muss sich das nur schönreden. So, jetzt haben wir hier die Chance auf ein Schwarzmarkt-Item. Aber mindestens Import. Und ich habe immer das Glück, ich kriege immer nur das Minimum. Also heißt, ich kriege wahrscheinlich einen Import oder einen exotischen oder exotische Reifen, die kein Mensch haben will. So wird es enden. So. Wenn es ein Import wird, hätte ich gerne einen titanweißen Octane. Wenn ich mir das wünschen könnte, hätte ich das gerne. So, wir öffnen das jetzt. Wir sind gespannt. Ich bin gespannt. Und was bekommen wir? Wir bekommen exotisch. Wir bekommen die Carlos-Reifen. Ja. Sind jetzt nicht mein Favorite-Reifen. Schön sind sie trotzdem. Wir nehmen es mit. Gut, enttäuschende Spiele. Zweimal leider verloren. Die Openings. Ja, okay. Waren gar nicht so schlecht. Der Herr Chilischote auf dem Dach und die Cristiano-Reifen. Okay. Kann ich mitleben. Wir haben aber noch meinen Hauptaccount, das wisst ihr. Und da kommt das Opening am Sonntag. Also vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr morgen das Opening auf meinem Hauptaccount nicht verpasst. Und da haben wir wieder die Chance auf schöne Items. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal noch einen schönen Tag. Denkt dran zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.